Die Vitorina ist ein altes Schiff und es hat seinen eigenen Charme, weil es so alt ist. Es ist ein Schiff, was gebaut wurde für die Küstenforschung. Das heißt, man ist sehr flexibel, man kann schnell in den küstennahen Bereiche fahren, man kann Taucheinsätze machen, man kann Wissenschaft machen, weil man dort auch entsprechende Laborplätze hat. Die Mannschaft ist sehr hilfsbereit, es gibt gutes Essen. Insgesamt ist es einfach so eine Art Wohlfühlschiff. Besonders gut gefällt mir, dass das Schiff nicht so groß ist, dass man direkten Kontakt zu den Wissenschaftlern hat und auch die Crew sehr überschaubar ist. Dadurch wächst man viel eher zusammen als jetzt auf einem großen Schiff, wo man sich vielleicht einmal am Tag beim Essen begegnen würde. Besonders in der Kieler Förde, in der Ostsee, da brauchen wir einfach ein kleines, wendiges, gut nutzbares Schiff und das ist eben die Litorina und ist auch zuverlässig. Und ja, also ist eigentlich unverzichtbar für die Küstenforschung, die wir hier auch am Geomar machen. Ja, ich wünsche der Litorina natürlich noch viele gute, lange Lebensjahre, aber man muss natürlich auch bedenken, dass es ein 42 Jahre altes Schiff ist. Das heißt, es kommt in die Jahre und wir müssen in den nächsten 5, 6, 7 Jahren daran denken, so leid es mir tut, das Schiff zu ersetzen mit einem adäquaten Schiff, vielleicht sogar durch einen Neubau.